Herzlich willkommen zum TSI-Wochenupdate. Ja, mit der TSI-Anlagephilosophie konzentrieren wir uns ja immer auf die starken Aktien, die zuletzt gestiegen sind in den letzten Monaten, in den letzten Wochen und diejenigen, die einen Aufwärtstrend aufweisen. Manchmal ist aber auch interessant zu gucken, welche denn nach der Anlagephilosophie genau hinten runterfallen, also die eigentlich am wenigsten laut System gekauft würden. Und wie sieht es denn erfolgsmäßig mit solchen Aktien genau aus? Darum geht es heute im zweiten Teil des Wochenupdates. Im ersten, aber wie immer, werfen wir einen Blick auf die Gesamtmärkte. Und heute mitgebracht habe ich Ihnen als ersten Chart einmal einen Vergleich von unseren deutschsprachigen Nachbarn aus Österreich und der Schweiz. Also hier sehen wir den ATX in schwarz abgebildet und in weiß den SMI und als Benchmark-Index den Eurostoxx 50. Und da sehen Sie, naja, in den Jahr 2015 war das alles noch so relativ ähnlich von der Performance her. Und gerade jetzt aber im letzten Jahr, 2016 schon, ist der ATX wirklich davongezogen. Man muss auch dazu sagen, wir hatten das vor einem halben Jahr oder so ja schon mal, dass die Bewertungen, die der ATX aufgewiesen hat und auch immer noch aufweist, doch etwas unter den liegen des DAX und zum Beispiel auch des SMI. Der SMI hat auch einige Sondergeschichten, warum es jetzt hier aktuell nicht so gut aussieht. Aber vom Prinzip her ist es so, dass weiterhin österreichische Aktien auch nach dem tollen Trend hier eben noch relativ günstig bewertet sind und auch noch einige Schnäppchen zu haben sind. Ja, und insgesamt, haben Sie schon gesehen, sahen auch diese Indizes alle gut aus. Und ebenso sieht es eigentlich auch weiterhin beim DAX aus. Also hier letzte Woche eine doch kritische Marke, wo der DAX aber fulminant abgeprallt ist. So sieht es zumindest aktuell aus. Die Börsenampel fällt aktuell etwas weiter, noch bei 1,039. Bedeutet aber für den Gesamtkontext, wir sind weiterhin im moderaten Grünbereich, also nicht mehr alle Ampeln so völlig auf dunkelgrün, aber immer noch so, dass man sagen kann, okay, für die nächsten Wochen lohnt es, weiter investiert zu bleiben. Ja, und jetzt zum zweiten Teil. Wir beschäftigen uns mit den relativ schwächsten Aktien. Wieder bezogen auf den HDAX, der ja im TSI Standarddepot, der im Aktionär abgebildet wird, ja auch, was das Universum auch bildet. Ja, und hier sehen Sie die aktuelle Tabelle. Und auf den ersten Plätzen sehen wir zum Beispiel ganz oben aktuell Aixtron. Da gingen übrigens in den letzten Wochen häufiger Fragen ein, warum Aixtron nicht ins TSI-Depot aufgenommen wurde. Es liegt schlicht und einfach daran, dass es hier vor einigen Monaten eine Übernahmesituation gab, beziehungsweise eine Übernahmeofferte. Das Ganze ist dann geplatzt. Aber letzten Endes ist es so, dass sich das heute noch auf den TSI-Wert auswirkt. Und deswegen ist er hier bei dieser Aktie nicht aussagekräftig. Entsprechend wird also die Aktie aktuell noch nicht aufgenommen. Platz 2 dann zum Beispiel Evotec ist ja schon seit vielen Monaten fester Bestandteil des TSI-Depots. Und wo wir heute aber darauf eingehen werden, ist auf die untere Seite dieser Tabelle, nämlich die Plätze 101 bis 110. Das sind gerade die Aktien, die den niedrigsten TSI-Wert aktuell aufweisen. Also angefangen auf Platz 101 mit der Daimler-Aktie, da war auch tatsächlich in den letzten Monaten und eigentlich Jahren nicht viel mit zu holen, bis hin, Sie sehen zum Beispiel Covestro, war noch vor einigen Monaten sogar ganz oben, ist jetzt durchgereicht worden in der Rangliste und bis runter zu Nordex. Die Aktie ist, glaube ich, schon seit Wochen auf dem letzten Platz in der Liste. Was bedeutet es, wenn eine Aktie einen TSI-Wert hat, der so niedrig liegt, also 10% oder drunter? Das stellen wir jetzt fest anhand dieser folgenden Grafik. Wieder drei Charts, die Sie hier sehen. In Gelb der DAX, wie Sie ihn kennen, seit 1995. In weiß die relativ starken Aktien. Also das TSI-System setzt ja immer auf die stärksten Aktien, die es aktuell gibt. Und das ist eben hier die Outperformance-Kurve, die sozusagen Grundlage des ganzen Anlagesystems ist. Und heute ist eben der besondere Schwerpunkt auf der schwarzen Kurve, die Sie hier sehen. Dort wurden nämlich laufend immer die Aktien gerade gekauft, die einen TSI-Wert von höchstens 10 oder unter 10 aufwiesen. Also gerade diejenigen, die auch gerade in der Tabelle aufgezeichnet worden sind. Und das sehen Sie, mit einer solchen Auswahl, wenn man laufend danach gehalten hätte und zum Beispiel immer verkauft hätte, sobald eine Aktie einen TSI-Wert
überhalb von 50 bekommt, dann hätte man auf lange Sicht nur ganz minimal, also selbst seit 1995, nur im Schnitt 1% hinzugewonnen pro Jahr. Bedeutet also, das sind in aller Regel die Aktien, die man wirklich weiträumig meiden sollte. Gilt natürlich nicht für jeden Einzelfall, aber doch in aller Regel spricht hier die Statistik deutlich gegen einen. Das heißt, schauen Sie mal hier auf die Liste, ob vielleicht die ein oder andere Aktie von diesen Werten hier sich bei Ihnen im Depot befindet. Und wenn das der Fall sein sollte, dann ist sozusagen hier der Rat von mir, doch nochmal drüber nachzudenken, was die Gründe sind, warum Sie eine solche Aktie halten und ob es nicht vielleicht Sinn machen würde, sie in eine andere Aktie zu tauschen. Auf ein Beispiel gehen wir jetzt nochmal etwas konkreter ein, nämlich den Platz 110 Nordex hier einmal im Chart aufgetragen gegen den DAX. Man sieht 2015 und auch die Jahre davor eine tolle Zeit für den Windanlagenbauer mit einem starken Trend, der aber jetzt schon wieder, muss man sagen, seit 2 Jahren mittlerweile vorüber ist. Entsprechend ist es auch so, dass im gesamten Jahr 2016 eigentlich die Aktie fast überhaupt nicht in der oberen Hälfte der TSI-Rangliste aufzufinden war. Seit November 2016 hat die Aktie zudem durchgängigen TSI-Wert von unter 10 und sie hat sich seit der Zeit auch fast noch einmal halbiert. Jetzt mögen viele Analysten sagen, naja, wir sind doch mittlerweile wieder auf einem Niveau angekommen, wo die Aktie günstig erscheint und wo vieles von den negativen Nachrichten, die in den letzten Monaten auf die Aktie eingeprallt sind und auf das Unternehmen, schon wieder im Kurs drin sein müssten. Das mag durchaus sein, aber hier gilt trotzdem das Prinzip der Trendkontinuität. Solange dieser Trend so negativ gerichtet ist, kann es auch noch weiter nach unten gehen. Und man sollte zumindest doch einmal abwarten, bis sich hier unten sowas wie ein Trendbruch, ein Bruch des Abwärtstrends gebildet hat und sich sowas zumindest so ein zartes Pflänzchen eines neuen Aufwärtstrends etabliert. Dann ist immer noch genügend Zeit, in die Aktie wieder hineinzugehen. Damit verabschiede ich Sie ins verdiente Wochenende. Wenn Sie mögen, hören und sehen wir uns wieder am nächsten Freitag.